Jetzt gibt es wieder das Kneipenduell hier aus der Makery in Braunschweig und wir reden über ein ganz großes Thema. Abfall, Abfall überall, Abfall auf der Straße, Plastik in den Flüssen, Plastik in den Weltmeeren, großes Thema, um mit dir, Klaus Fricke, zu reden. Er ist Professor für Abfall- und Ressourcenwirtschaft an der TU Braunschweig. Ich glaube, du sagst selber über dich, du bist der Müllmann der Uni. Normalerweise würde ich jetzt auch im Müllorange hier sitzen, aber ich hatte mir gedacht, das passt nicht zu dem Sofa. Sehr gut mitgedacht. Und mit dir reden wir über die Frage, gibt es eigentlich ernsthaft Alternativen zum Plastik? Und wie kriege ich eigentlich ein gutes Recycling hin, in dem Sinne, dass aus dem Joghurtbecher am Ende auch wieder nach dem Recycling ein Joghurtbecher wird? 10 Minuten, jetzt geht's los. Klaus, wir alle wissen, Plastik, das ist Mist für die Umwelt. Das richtet große Schäden an. Aber jetzt haben wir viele Plastikverpackungen, wenn wir in die Supermärkte gucken. Aber es hat ja sicher auch einen Grund, warum wir die haben, nämlich Thema Haltbarkeit von Lebensmitteln, Thema Verunreinigung von Lebensmitteln beim Fleisch. Also Verpackungen bewirken etwas. Was gibt es denn für Alternativen zum Plastik? Gibt es da überhaupt eine Alternative? Wie ist das? In den vergangenen Jahren hat man sich hier drüber keine Gedanken gemacht, weil einfach die positive Wirkung von Plastik uns überzeugt hat, diese Plastikkomponenten noch einzusetzen, insbesondere im Bereich der Verpackung, natürlich auch im Bereich der Medizin und ähnlichen Segmenten. Aber heutzutage wissen wir, dass Plastik ein Riesenproblem ist in der Abfallwirtschaft. Zum einen, weil wir Schwierigkeiten haben mit dem Recycling. Hier gibt es verschiedene Probleme, können wir nachher mal darüber reden. Und das ganz relativ neue Problem, wir kennen das auch schon seit 20 Jahren, ist Marine Litter. Das heißt Verunreinigung der Flüsse und dann anschließend Verunreinigung der Ozeane. Und das ist im Moment neben dem Klimawandel das zweitgrößte Problem. Aber nochmal zurück zu den Alternativen. Also welche Alternativen haben wir denn, um jetzt konkret im Supermarkt Lebensmittel besser zu verpacken, sodass sie eben die Verpackung dahinter nicht der Umwelt schaden? Gibt es ein Plastik 2.0? Oder wie schaut das aus? Das muss das Ziel sein. Es gibt sicherlich eine ganze Menge Verpackungen, die ähnliche Funktionen haben. Da kann man über Papier reden, das ist im Wesentlichen, man kann über Textilien reden. Aber ganz bestimmte Haltbarkeitsfragestellungen oder Haltbarkeitsziele, die man mit bestimmten Verpackungen erreichen will, kennt man eigentlich bisher nur von den Kunststoffen. Und da ist einfach die Lösung nicht, andere Verpackungen zu finden, sondern überlegen, muss man überhaupt solche Verpackungen haben? Muss man überhaupt solche Lebensmittel haben, die entsprechend lange zwischengelagert werden? Hier gibt es... Nenn mal ein Beispiel. Mach das mal ein Beispiel fest. Ja, zum Beispiel Obst. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, dass man Äpfel nochmal verpackt. Es macht keinen Sinn, dass Bananen verpackt sind, also doppelt verpackt sind. Oder Brokkoli weil oder die ähnliche haben. Komponenten. Weil natürlich, die eine Schale haben, ja? Natürlich. Okay. Aber auch Brokkoli hat keine Schale. Aber auch diese Komponenten könnte man lose verkaufen. Das ist einfach ein Umdenken im Einzelhandel und natürlich dann auch ein Umdenken der Bevölkerung. Aber beim Fleisch zum Beispiel, Fleisch muss ja auch haltbar gemacht werden oder wäre gut, wenn es haltbar ist, damit ich es eben auch länger verkaufen kann, es nicht entsorgen muss. Da ist so eine Verpackung wahrscheinlich jetzt nicht verkehrt, oder? Na, dann gehen Sie doch mal zu Rewe oder zu ähnlichen Einzelhandelsunternehmen. Da haben Sie die Möglichkeit, Fleisch einzukaufen, indem Sie Papierzwischenlagen haben. Loses Fleisch, lose Wurst. Aber da ist Kunststoff nicht erforderlich. Kunststoff ist nur erforderlich, wenn Sie diese Mitnahmeprodukte nehmen, wo Sie gar nicht in die Theke gehen, sondern weil Sie die verpackten Materialien nehmen. Das ist nicht zwingend notwendig, um diese Komponenten für die Ernährung zu nutzen. Das ist ganz einfach. Jetzt krabbeln aber bei diesen losen Waren auch viele Leute rum, bei den Äpfeln, die fassen alles an und man guckt sich das Produkt an. Sind da Keime nicht ein Problem? Also keine Belastung von solchen Produkten? Oder auch Fleisch, das irgendwo offen in der Theke rumliegt? Da muss man jetzt mal ganz locker sagen, jeder Mensch ist in der Lage, sich die Hände zu waschen. Jeder Mensch ist in der Lage, vor allem, wenn er dann diese Produkte nutzt, diese Produkte zu waschen. Das reicht in der Regel aus. Und dass man frisches Fleisch zum Beispiel anfasst, das ist auch gerade bei den Theken natürlich nicht erlaubt. Das machen nur entsprechend dann die Verkäufer selbst. Das heißt, da sind wir auch, was unsere Hygienevorschriften oder unser Verständnis von Hygiene angeht, vielleicht auch ein bisschen hypersensibel. Kann ich das so zusammenfassen? Oder? Na, da bin ich lieber hypersensibel, bevor was passiert. Aber grundsätzlich haben Sie recht. Es gibt einige Vorschriften, gerade wenn es darum geht, mitgebrachte Verpackungen einzusetzen. Hier sträuben sich einige Unternehmen, das zu erlauben, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass sie nicht genau wissen, ob das erlaubt ist oder nicht und welche Hygieneprobleme damit einhergehen. Also hier bedarf es intensiver Aufklärung, auch im Einzelhandel.
Jetzt hat der Handel ja schon Alternativen, du hast die Verpackung angesprochen, gefunden. Gerade wenn es um die Mitnahme von Produkten geht, Tüten. Plastiktüten sind jetzt nahezu aus den Läden verbannt, was ja richtig und was gut ist. Jetzt kommen die Plastiktüten zum Einsatz. Sind die denn am Ende viel umweltschonender, die Plastiktüten? Ist das eine Alternative im Bereich Tüte? Sie meinen weg von der Plastiktüte, jetzt die Papiertüte. Sie meinen Papiertüten? Ja. Noch vor 2 Jahren haben die Ökobilanzen ziemlich deutlich gesagt, wenn man eine Plastiktüte ersetzen will, braucht man dafür eine Nutzung der Papiertüten mindestens 5 bis 20 Mal. Das war aber alles vor dem Hintergrund Ressourcenverbrauch und Klimaschutz. Jetzt durch das neue Problem der Verunreinigung der Meere mit Kunststoffe ist die Bewertung komplett anders, dass man heute sagt, trotz dieser positiven Auswirkungen auf Klima und auf Ressourcen möchte man auf Kunststoffe verzichten, weil man kaum geeignete Möglichkeiten des Recyclings hat. Das betrifft insbesondere die Welt, nicht unbedingt Deutschland, denn wir haben relativ, in Anführungsstrichen, relativ gute Wege der Kunststofferfassung und Verwertung. Aber bei der Papiertüte ist der Ressourceneinsatz ja schon dann auch recht hoch, ne? Also da muss ich relativ viel Papier einsetzen, damit die stark genug ist. Die wird ja auch chemisch behandelt. Also so total umweltschonend ist die Papiertüte jetzt auch nicht. Nein. Es war kein Kunststoff drin. Nein, ja? Ganz schön. Die Weltmeere nicht, aber habe andere Probleme dann. Nein, Sie haben einfach im Ressourcenverbrauch höhere Ansätze und Sie haben in der Klimaauswirkung ebenso höhere Ansätze. Jetzt hast bitte, ja. Und deshalb sagt man eben, hatte man früher gesagt, Kunststofftüten sind sehr wohl günstig, vorausgesetzt die Erfassung und Entsorgung funktioniert oder die Verwertung funktioniert. Dann machen diese Kunststofftüten Sinn. Aber, das muss man leider auch für Deutschland sagen, es gibt durchaus Wege des deutschen Kunststoffes, die landen dann oder die finden die Wege nach Polen, nach Indonesien, nach Malaysia und man wundert sich dann nicht, dass im Meer deutsche Kunststoffe schwimmen. Aber wie kommen die überhaupt ins Meer und wie kommen die in Flüsse zunächst mal, wie kommen die in die Meere? Das liegt ja, glaube ich, daran, dass wir die Sachen exportieren, das recycelfähige Material, das nicht hier recyceln, weil es zu teuer ist, sondern dann in irgendwelche andere Länder schicken, nach Malaysia und es dann dort über illegale Deponien in den Meeren landet. Richtig? Wir müssen über 2 Entstehungspunkte reden. Einmal in Deutschland und einmal der Entstehungspunkt in armen Ländern, in Entwicklungsländern. Wenn wir jetzt Deutschland betrachten, erfassen wir ca. 2 Millionen Tonnen Kunststoffe über diesen bekannten gelben Sack oder hier in Braunschweig die Wertstofftonne. So, ein Teil davon, von diesen 2 Millionen Tonnen, kann man recyceln. Das sind die einfarbigen Sachen, das sind Kunststoffe, die aus einem Kunststoff bestehen und nicht aus 3, 4 verschiedenen. Das sind Kunststoffe, die nicht zusätzlich aus Metall oder aus Papier entstehen. So, diese Komponenten kann man verwerten, auch zu einigermaßen kostengünstigen Rahmenbedingungen. So, und 50% dieser Mengen, ca. 1 Million Tonnen, die kann ich nicht so einfach recyceln. Nein, ist es für die deutsche Wirtschaft einfach kostengünstiger, die zu exportieren, eben in diese Länder Polen. Und da das Beispiel, komischerweise fackeln jedes Jahr in Polen die Deponien ab. Die Deponien, ja. Hintergrund ist nicht, dass es da zufällig Feuer gibt, sondern dass man ein neues Volumen für die Deponien schafft. Und wenn man jetzt diese Mengen sieht, die nach Malaysia gehen, die werden dort eben billig entsorgt. Gott sei Dank gibt es aber jetzt erste Länder, die reagieren, dass zum Beispiel Malaysia und auch Indonesien diese Abfälle wieder zurückschickt. Ganz kurz. Oder gar nicht erst annimmt. Nein, dass man diese Kunststoffe nicht annimmt, vor dem Hintergrund, weil sie eben keine eigenen Möglichkeiten des Recyclings haben. Jetzt hat man sogar herausgefunden, dass diese Container bestückt sind mit Recyclingkomponenten und hinter diesen Ballierungen sind dann Sonderabfälle. Aber das wäre doch eigentlich schon die Lösung, wenn ich sage, okay, diese schwer recycelbaren Materialien, die wir da alle ins Ausland verkaufen, die bleiben schlichtweg jetzt hier in Deutschland, die recyceln wir natürlich zu höheren Preisen. Aber ist vielleicht dem Verbraucher ja auch zuzumuten, wir alle wollen das ja, die Umwelt schon. Und dann kommen die nicht in die Entwicklungsländer, dann kommen die auch nicht in die Meere. Ist das nicht schon die Lösung? Punkt. Ja, natürlich. Wir dürfen diese Abfallstoffe nicht exportieren. Hier ist die Europäische Union auch dabei, Rahmenbedingungen zu verschärfen des internationalen, Warenverkehrs, dass eben solche Komponenten wie Kunststoffe, Mischkunststoffe oder auch wie Elektronikschrott nicht mehr exportiert werden kann. Leider hat es da bisher zu viele Hintertürchen gegeben. Über den Weg des Recyclings oder indem man es deklariert hat als noch nutzbar, konnte man die EU und auch die deutschen Exportregeln umgehen. Hier schafft man im Moment neue Wege und ich glaube, dass dadurch dieser Export von solchen Komponenten untersagt wird. Aber innerhalb der EU ist das natürlich nach wie vor erlaubt. Und der Verbraucher muss jetzt nichts machen. Also das heißt, wenn wir da ansetzen und Exporte sozusagen verhindern und das alles hier fleißig recyceln, dann können wir alle weiter so konsumieren, wie wir das jetzt machen. Natürlich nicht.
Das ist nicht die Lösung. Nein, wir haben eine ganz bestimmte Hierarchie, was die Umwelt betrifft. Das Beste ist das Vermeiden, das Zweitbeste ist das Wiederverwenden und das Drittbeste ist das Recycling. Das heißt, wenn die Verbraucher sich darum kümmern, nicht mehr so viel Kunststoffe zu nutzen im Rahmen des Einkaufes, dann ist das die beste Lösung, die man machen kann. Und erst dann überlegt man über den zweiten Schritt, das ist dann neue Produkte, dass die Industrie Produkte schafft, die recyclingfähig sind. Und dann hat man auch die Möglichkeit, kostengünstig diese Materialien wieder in den Stoffkreislauf zurückzuführen. Also spricht auch gerade das Recycling an, die Qualität von Recycling finde ich eigentlich auch ganz wichtig, da wundere ich mich manchmal. Also an wem liegt es, an den Unternehmen oder an der Forschung, eben auch an euch, dass es noch keine Verfahren gibt, dass ich jetzt aus der Plastikdose, aus dem Joghurtbecher am Ende auch wieder einen Joghurtbecher mache. Also die Qualität von recycelten Produkten wird ja eigentlich immer schlechter. Also das heißt, das Thema Downcycling, warum ist das Recycling, sind Recyclingverfahren noch nicht so weit, dass die Qualität von Produkten hinterher die gleiche bleibt? Also der Joghurtbecher wird wieder zum Joghurtbecher und nicht zur Parkbank. Da muss ich jetzt, müsst ihr doch machen. Da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Die Recyclingprodukte werden schon besser. Die Technologien haben sich hier verbessert. Was immer schlechter wird, sind die Produkte. Ich möchte hier einmal ein Beispiel nennen. Wir haben einen Kunststoff, sagen wir, irgendein Polymer. Wir haben einige hundert von Polymeren. Was ist ein Polymer? Gibt. Das ist eine Kunststoffverbindung. Das ist eine Kunststoffzusammensetzung. Okay. Eine Kunststoffverbindung. Wenn man hier mehrere Komponenten in einem Produkt hat, ein Komposit, wie man das so schön sagt, dann ist es natürlich sehr schwierig, das zu recyceln. Wenn wir jetzt aber weitergehen und haben nicht nur Kunststoffe, unterschiedliche Kunststoffe in einem Produkt, sondern haben dann auch noch Metallverschlüsse oder wir haben dann auch noch Papierkomponenten drin, dann ist einfach ein Recycling nicht möglich. Die Forderung muss sein an die Industrie und klare Forderungen, dass Produkte erstellt werden. Also konkret Auflagen, nicht nur Forderungen, Auflagen. Nein, ganz gesetzliche klare Vorschriften, ne? Gesetzliche Vorschriften, ja. Dass entsprechend Produkte erzeugt werden, die recyclingfähig sind. Und da geht man einfach jetzt einen Schritt weiter. Auch das wird in der Bundesregierung überlegt oder auch vorangetrieben, dass man sagt, dass man zukünftig Produkte, die zugelassen werden, nicht nur genehmigt vor dem Hintergrund der Gesundheit, sondern vor dem Hintergrund der Recyclingfähigkeit. Und wenn das umgesetzt wird mit entsprechenden Kontrollen, dann glaube ich, dass wir den Durchbruch haben im Bereich der Abfallwirtschaft. Aber warum habe ich denn solche Produkte noch nicht so großflächig auf dem Markt oder verbreitet, dass da wirklich sozusagen ein Produkt nur aus einer Art von Plastik ist und nicht aus Plastik, Metall und anderen Arten von Stoffen? Ist das eine Preissache oder? Das ist immer eine Frage. Erzähl mal weiter. Wir lassen uns vom Bleibenduellwerker nicht stören. Das ist nämlich eine ganz wichtige Antwort. Das ist natürlich auch mal eine Frage, welcher Druck ausgeübt wird, auch politisch, um solche Rahmenbedingungen zu verändern. Und da ist die Abfallwirtschaft in den vergangenen Jahren, sagen wir, nicht so bedeutungsvoll gewesen. Da gab es wichtigere Sachen. Vor dem Hintergrund aber, dass Abfallwirtschaft ganz massiv klimatologisch relevant ist und auch verantwortlich ist für das Marine Litter, ist die Situation jetzt komplett neu, dass der politische Wille da ist, das zu verändern. Und nicht mehr sich darauf zu verlassen, dass die Industrie sagt, es gibt dann so diese freiwilligen so Vereinbarungen mit der Industrie, die eigentlich nichts anderes bewirken, dass nichts passiert. Ich fordere hier ganz klar, Produkte nur noch zuzulassen, wenn sie recyclingfähig sind. Punkt. Also mit Freiwilligkeit ist es manchmal ein bisschen schwierig. Wer aber, glaube ich, freiwillig recht viel macht, das sind die Verbraucher und Verbraucher, auch die Zuschauer des Kneipenduells. Und die sind auch vielleicht daran interessiert, was die im Alltag auch machen können. Also was kann denn jeder, so eine Regel, die man im Alltag beachten kann, um besser mit Abfall umzugehen oder um ihn im besten Fall auch zu vermeiden? Sag mal ganz schnell. Bessere Mülltrennung oder? Natürlich, wenn wir jetzt über Müll reden, ist der entscheidende Punkt, besser einkaufen, gezielt einkaufen, ganz bestimmte Produkte eben nicht mehr einkaufen. Insbesondere geht es darum, unverpackt einzukaufen. Zweiter Punkt wäre, Komponenten zu kaufen aus der Region, weil das auch ökologisch sehr, sehr wichtig ist. Und dritter Punkt ist, das, was man dann an Abfallprodukten hat, getrennt zu sammeln. Und da gibt es einen Bereich in Braunschweig, der nicht so ganz gut funktioniert. Das sind die Bioabfälle, wo die ganzen Gartenabfälle wunderbar erfasst werden, die Küchenabfälle gar nicht. Und gerade die Küchenabfälle sind wichtig, weil wir daraus viel Energie erzeugen können. Okay, Klaus, tausend Dank für die Tipps. Und jetzt die Frage an euch, wie vermeldet ihr Abfall? Wie geht ihr mit der Mülltrennung um? Seht ihr da Schwierigkeiten? Habt ihr Fragen an Klaus? Postet es unter das Video, liked, wenn es euch gefallen hat. Klaus, tausend Dank und alles Gute für deine Forschung. Danke.